Willkommen zurück zu Let's Play RimWorld Folge 9. Monkey und Tintenfisch hatten einen aufregenden Tag hinter sich. Nachdem sie hier gebaut haben, gab es nochmal die Biber, die angegriffen haben. Nicht die Tiere Biber, sondern die Fraktionen der Biber, die sich anscheinend rächen wollten, wie auch immer. Und wir haben sie getötet. Blutvergießung der Biber heißt die Fraktion. Und jetzt müssen die beiden sich mal ausruhen. Tintenfisch hat sich komplett erholt. Monkey noch nicht. Hey, was? Warum bist du hier bei uns in der Bude drin, du Sackgesicht? Was sind denn mit denen los hier? Oh, was hat er da? Es ist Tag, starke Schmerzen, gestörter Schlaf, Leiche gesehen. Darum wird sie sich gleich mal kümmern. Wir werden mal ein leeres Grab schaufeln. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Diverses Grab. Wir können handeln. Wir haben Bauteile, die wir verscherbeln können. Rauchblatt Joint. Ein paar Kotzbögen. Ach, das haben die. Die haben nur Drogen. Ja, komm, da brauchen wir nichts. Er baut jetzt mal das Grab, hebt er aus. Dann muss er wohl diesmal die Schweinerei machen. Ja, er fängt auch schon an, die Schweinerei da. Moment, 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 Moment. Du musst ihn doch noch vorher ausziehen. Oder packen wir ihn da mit Mütze rein? Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, er hat die mit Mütze reingepackt. Das ist natürlich nicht so geil gewesen. Aber die gehören wir alle zusammen, die vier. Erstmal müssen die Kartoffeln noch abgeerntet werden, so muss es sein. Und dann können wir als nächstes die Bäume hier mal noch. Risikozusammenbruch. Was ist denn mit ihm los, mit Monkey? Schmerzen stark.
Was macht er jetzt? Ach, beide wollen jetzt gerade was essen. Na, dann treffen sie sich wenigstens auch mal hier am Tisch, um gemeinsam zu futtern. Ach, die wollen Fleisch, so wie es aussieht. Er geht sich jetzt erstmal holen. Ja, wir müssen wohl demnächst mal anfangen zu jagen. Denn nur von Kartoffeln wird man sich hier nicht ernähren können. Die Uhnen verlassen die Kolonie. Tschüss, bye bye, Jungs. Ihr habt sowieso nur Kacke dabei gehabt. Ach, schau an. Das ist eine Schildkröte. Ich habe gedacht, das ist eine Mütze, die hier liegt. Eine tote Schildkröte. Falls ihr übrigens im Hintergrund ein paar nervtötende Geräusche hört, dass ich so ein bisschen zoome, dann tut es mir leid. Das ist mein PC, der ein wenig laut ist. Das wird hin und wieder mal vorkommen. Lässt sich aber gerade nicht ändern. Es ist draußen 34 Grad, es ist 18 Uhr, wir nähern uns wieder den Abend und hier ist nichts gemacht. Eine Schande ist das. Nur wir haben jetzt ein zweites Grab hier, das ist ja schon mal ein Anfang. Und Tintenfisch pflanzt weiter Kartoffeln. Und der Forschung ist sie eigentlich relativ weit schon, also wenn wir die Kleidung haben. Elektrizität wäre dann halt das nächste. Oh, was macht er denn da? Ist tote Landschildkröte. Du Sack, du. Ey, du blödes Schwein, geh da raus. Tja, es ist Abend und die gute Tintenfisch ist immer noch draußen am Säen. Während Maggi in der Bude pennt. Wenn Tintenfisch ins Bett geht, dann müsste Monkey wieder wach sein. Ah, jetzt geht sie auch schon offen, nehme ich an, ja. Wir haben ja so unglaublich viel Stahl. Können wir denn eigentlich schon... Wir können schon Stahlwände machen. Zu wenig vorhanden. Also das ginge theoretisch schon. Weiß nicht, ich habe halt ein Zufallsding irgendwie genommen und habe direkt so viel Stahl um die Ohren gefegt bekommen, hier mit den Teilen. Da liegt ja noch so viel Krams rum. Es ist der Wahnsinn. Und Tintenfisch ist vor? Kann Tintenfisch nicht?
Behandeln. Ja, behandeln ihn mal. Du bist doch eigentlich ganz gut da drin. Medizin. Okay, ist sie nicht. Okay, ich glaube, das können wir mal lassen. Ach, sie geht eine Runde spielen. Ja, bald haben wir wieder unsere Kartoffeln. Jetzt müssen wir demnächst uns nur mal um Fleisch kümmern. Ach, sie geht wieder forschen. Das wird eigentlich auch mal Zeit. Monkey ist immer noch am Pennen. Der pennt jetzt schon seit 2 Tagen. Hoffentlich kriegt er keine Infektion oder sowas. Sehr hungrig, stärkere Schmerzen. Schmerzmittel. Ja, das Blöde ist, ich habe halt noch keine Medizin. Wenn ich die machen wollen würde, dann brauche ich halt relativ hohe Möglichkeiten bei der Medizin und die haben wir halt nicht. Eigentlich ist sie so eine gute Forscherin. Tintenfisch. Oh. Zusammenbruch schwer. Warum denn? Ja, dann muss sie sich wohl doch um ihn kümmern. Füttere Monkey. Hier leckere Kartoffeln gibt's. Ah, das hat schon mal geholfen, 18%.
ja, der arme Monkey sieht nicht gut aus. Ist nicht gut um ihn bestellt. Jetzt geht sie natürlich auch schlafen. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Aber es scheint schon besser zu sein. Und sie ist bald fertig mit der Forschung. Das heißt, wir können uns bald mal richtige Kleidung bauen. Was heißt bauen? Zusammenschustern, wie auch immer. Und ich würde sagen, das und noch viel mehr erleben wir in der nächsten Folge von Let's Play RimWorld. Und dann schauen wir mal, was für Geschichten die beiden noch so erleben. Das Kolonieleben ist nicht gerade sehr spannend. Das gebe ich an dieser Stelle gerne zu. Aber wir haben ja noch einiges zu tun, einiges zu machen. Demnächst können wir uns bessere Kleidung herstellen. Und dann gucken wir mal, dass wir die beiden noch ein bisschen glücklicher bekommen. Vielleicht kriegen wir demnächst auch mal den einen oder anderen Neues hinzu für unsere Kolonie. Und schau mal, bis jetzt haben wir ja eigentlich jeden Angriff so einigermaßen abgewehrt. Mal gucken, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschö.